Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Kakerlakenparty. Die Kakerlakenparty ist ein Format, wo ich ab jetzt dann nicht mehr dazwischen quatsche und ihr alle Videos aus der vergangenen Woche noch einmal hört. Gewünscht wurde sich das bei mir in den Kommentaren, damit man eben auch mal Videos ohne Unterbrechung hat. Eignen tut sich das Ganze zum Einschlafen, zum Zocken, zum Nebenbeihören oder einfach nur irgendwie berieseln lassen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem neuen Teil Kakerlakenparty, das Hörspiel. Schönen guten Morgen. Hallo. Ich spreche gerade mit Gerold Steiner. Schön, Sie am Apparat zu haben. Ja. Also, mein Name ist Carmen Larsson, Kundeberaterin von Bitcoin Trading, wo Sie vor 4 Minuten eine Anmeldung gemacht haben. Ist das richtig? Möglicherweise, ja. Ich wollte Ihnen gerne weiterhelfen, Herr Steiner, und weiter informieren, wie Sie Ihre Handelskonto aktivieren können und erklären Ihnen, wie bei uns läuft und funktioniert. Es dauert nicht viel, ja? Ja. Ich wollte Ihnen kurz fragen, wie haben Sie das Anmeldung gemacht? Durch per Handy oder per Computer oder Laptop? Mit meinen Fingern auf der Tastatur. Mit Computer? Schön. Ja. Und wie möchten Sie das Konto aktivieren? Oh, hier, kleinen Moment, andere Telefon klingelt. Ich muss mal kurz gehen ran. Ja, ich bin hier in der Leitung, hallo? Ja? Ja, können Sie eine Stunde nochmal anrufen? Jo. So, die andere Tante ruft denn eine Stunde an. Also, Herr Steiner, ich würde Ihnen... Ja? Ich würde Ihnen sofort einen Link per E-Mail verschicken. Das ist ein Link, wo Sie einfach einloggen können. Oh ja, ich mag Links. Perfekt. Ich habe hier Ihre E-Mail-Adresse, gerold.steiner@mbcc. Ja. .de. Ja. Sie bekommen sofort einen Link von uns. Einen kleinen Augenblick bitte. Ja. Herr Steiner, ich habe schon geschickt. Ach, Sie haben schon geschickt, ja? Ich habe schon geschickt, ist schon raus. Gehen Sie sofort bei Ihrem Posteingang oder am besten aktualisieren Sie zuerst. Und ob Sie erhalten haben, sagen Sie mir bitte einfach Bescheid. Wenn nicht, versuche ich nochmal, ja? Also gehe ich jetzt erstmal in mein E-Mail-Postfach, ja? Genau, richtig. Von Carmen Larsson. Ich habe jetzt hier von Jansson Fuckhell eine Nachricht bekommen von Zero Invest. Nee, ich weiß es nicht, wer er ist, aber von Carmen Larsson. Machen Sie einmal aktualisieren oder schauen Sie ganz kurz, Ihr Spam-Ordner vielleicht da gelandet ist? Ja, ich guck mal im Spam-Ordner. So. Da ist aber auch noch nichts Neues. Ich gucke mal beim Posteingang, da habe ich wieder eine Nachricht bekommen. Jetzt dauert das ein kleines bisschen. Da bestimmt nicht meine E-Mail. Weil im Spam, da sind nämlich mittlerweile fast 100.000 E-Mails drin. Deswegen ist es hier ganz langsam, das Postfach. Verstehe. Das ist alles voll mit Müll. Weil mir steht... Müssen Sie einfach so... Wieder einer an. Warten Sie mal hier, ganz kurz. Ja? Ja, hallo? Ja, können Sie in 30 Minuten? Ja, jetzt nicht. Jetzt habe ich noch eine andere nette Dame auf dem Telefon. Ja, wie gesagt, in eine Stunde können wir sprechen. Oder eine halbe Stunde oder so. Wenn die Dame hier fertig ist. Ja, genau. Ich rufe von Platinex-Plattform. Ja. Ich brauche mit niemand anderem zu sprechen. Warten Sie mal. Hallo, sind Sie noch dran? Die andere Frau sagt, ich soll bei Ihnen auflegen. Nee. Weil die sagt, ich soll mit keinem anderen sprechen. Nein, ich habe Ihnen die App angerufen. Ja, Sie müssen nur mit mir. Ja, das stimmt schon. Ja, genau, die andere war zuerst. Ja, genau. Schauen Sie sofort Ihre E-Mail-Adresse. Schauen Sie dann später, warten Sie, ich muss dann die andere noch abwürgen. Ja. Hallo? Ja. Können wir beide bitte sprechen? Ja, in einer halben Stunde. So, in einer halben Stunde? In einer halben Stunde. Ich bin gerade bei Bitcoin Trading angemeldet, bei unserer Werbung. Na, hier kam gerade schon wer anders. Von wo rufen Sie an? Woher rufe ich Sie an? Ja, die andere frage ich gerade. Ich rufe aus Berlin, Herr Stein. Ja, dann rufen Sie mal in einer halben Stunde nochmal an, weil die andere war zuerst.
Herr Stein, ich habe ein paar Erklärungen bitte zu machen. Ja, in einer halben Stunde, ja? In einer halben Stunde? Ja. Aber was redet sie mit der anderen Dame, wenn sie bei uns angemeldet sind? Na, die andere Dame hat zuerst angerufen, nachdem ich mich angemeldet habe. Hallo? Ja? Hat sie erst angerufen. Kerstin und Herr Steiner. Ja, ich versuche ja gerade eine andere Dame loszuwerden, weil die ist irgendwie... Okay, machen Sie ein neues Video heute, oder? Ja. Okay, wann werden Sie das posten dann? Ich denke mal so in einem Monat. Mittlerweile bin ich so einen Monat im Voraus. Monat. Ja. Eine lange Zeit, ja? Ja. Okay. Okay. Aber hast du nichts mehr zu tun, ja? Nee, sonst weiter nicht, nee. Okay. Ciao, tschüss. Wem spreche ich denn da? Hallo, guten Tag, Herr Steiner. Sie sind Herr Steiner? Ja, und Sie? Ich grüße Sie. Wie geht's Ihnen? Ja, gerade eine beklemmende Situation, aber geht schon. Sie haben jetzt gerade eine Anmeldung gemacht? Das ist richtig. Ja, schon ein paar Minuten her, aber ja. Haben Sie schon Erfahrung oder Informationen über Onlinehandel? Nee, jetzt so noch gar nicht, ne. Bis jetzt nicht. Bitte? Bis jetzt haben Sie keine Erfahrung gehabt? Nee, aber Sie haben ja auch Ihren Namen noch gar nicht gesagt. Mein Name? Mein Name ist Raphael Blank. Ah ja, okay. So, Sie haben keine Erfahrung, ja? Nee, gar nicht. Okay, ich werde Sie alles erklären, wie das Ganze funktioniert und abläuft. Ja. Und nun? Jetzt ist dein Mikrofon aus. Jetzt erklärst du mir gar nichts mehr. Nochmal? Jetzt war gerade still. Ich habe nichts gehört. Ach so, haben Sie nicht gehört? Mm-mm. Wegen Problem, Internetleitung. Nö, du hast ja dein Mikrofon ausgemacht. Ach so, woher wissen Sie das? Das hört man, wenn du dein Mikrofon ausmachst. Ach so, das hört man. Ja. So, und was sind Sie interessiert, Herr Steiner? Geld verdienen. Geld verdienen? Ja. Durch Onlinehandel? Ja. Wie viel möchten Sie investieren? Na, so viel, dass da ganz schnell ganz viel bei rauskommt. Wie viel möchten Sie investieren? Wie viel muss man denn investieren? Wie viel Sie möchten, ab 250. Ach, ab 250? Ja. Ja, schwierige Frage. Schwierige Frage. Ja. Sind Sie beim Arbeit jetzt? Naja, wie man es nimmt. Also ich habe gerade eine Sitzung. Nochmal? Ich sage, ich habe gerade eine Sitzung. Herr Steiner? Ja? Wir haben vor einer Stunde mit meinen Kollegen gesprochen. Habe ich das? Ja, Sie haben das. Okay. Hat sie gesagt, dass wir ein Hurensohn sind, oder? Nein. Nein? Mm-mm. Sie hat nicht gewusst, dass sie ein Hurensohn sind. Ach so. Ja. Das ist aber nett. So machst du solche Anmeldungen? Was? Wieso machst du solche Anmeldungen? Damit ich den anderen Leuten zeigen kann, was ihr für Betrüger seid. Ach so. Und haben Sie einen YouTube-Kanal vielleicht? Ja, na klar. Wie heißt? Sag ich dir doch nicht. Wieso sagen Sie das nicht? Na, sag ich dir doch nicht. So heißt der Kanal. Sagen Sie mir. Nein, der Kanal heißt so. Der Kanal heißt, sagen Sie nicht? Sag ich dir doch nicht, heißt der Kanal, genau. Also. Wie viele Abonnenten haben Sie da? Was? Wie viele Abonnenten haben Sie da? Im Moment sind es 400. 400 Abonnenten? Ja. Verpiss dich von hier, Hurensohn. Du bestätigst gerade, dass ihr Betrüger seid, ne? Und absolut unseriös. Wer hat das gesagt? Naja, ich meine ein seriöses Unternehmen. Ich hoffe, dass Sie ein Hurensohn sind. Ja, aber ein seriöses Unternehmen würde, glaube ich, ja, so nicht reden. Seriösen Unternehmen brauchen seriösen Kunden, nicht so Hurensohns wie Sie. Das ist nett. Aber so. Naja, was will man von... Machen Sie weiter mit solchen Anmeldungen? Ja, natürlich. Und werde ich Ihrer Mutter ficken, Ihrer Familie ficken, ja, töten, leben, was Sie haben. Ja, ist okay. Ist okay.
Ja, ja, klar. Ist okay für Sie? Die Mutti ist auch auf YouTube. Ihre Mutter ist auf YouTube? Ja. Kann ich deine Mutter sehen? Nee, aber hören. Ach so, hören. Ja. Wie heißt Ihre Mutter? Das sage ich dir nicht. Aber da ging es auch um die Titten von meiner Mutter. Da hat jemand gefragt, wie groß die Titten von meiner Mutter sind. Ja? Ja, ist nicht schlimm. Mach weiter. Hallo. Günstig. Ich war gerade beim Abwischen. Hallo, guten Tag. Ja? Nochmal? Ja, ich war gerade beim Abwischen. So. Ja? Und du? Können Sie nicht einen anderen Namen finden? Was? Können Sie nicht einen anderen Namen finden? Ich kann meinen Namen nicht finden, Mann. Nicht den Namen, anderes Name, Meldung zu machen. Haben Sie einen verhohlenen Sohn? Ja. Ja, wieso haben Sie das nicht? Was? Seine Mutter ist eine Hure. Ja, weiß ich. Wie heißt? Die macht ihren, wissen Sie? Die macht ihren Job richtig gut. Ach so. Ja. Ist die Beste in ihrem Job. Die Beste? Blowjob? Ja. Machst du ja auch Blowjob? Ja klar, das macht die sogar gratis. Woher wissen Sie das? Was? Woher wissen Sie das? Ja, das willst du doch nicht wissen. Dass jeder Mutter Blowjob macht? Ja. Woher wissen Sie das? Ja, das verrate ich nicht. Seine Mutter macht Blowjob, Digga. Ja, weiß ich. Ja, sagt. Und deine? Was macht die so? Macht deine Mutter Kaviar-Spielchen? Was läuft? Ich wollte auch mal deine Mutter grüßen. Ja. Die alte Hure. Ja. Und was ich macht. Fick die. Und was macht deine Mutter so? Ist die stolz deine auf dich? Deine Mutter arbeitet auf dem Strich, du Hundesohn. Deine oder was? Ich fick deine Mutter, bis deine Geschwister zu mir Papa sagen, du Hurensohn. Ja, das kannst du gerne machen. Du bist ein Hurensohn. Weißt du, du bist so nett, ich lege ein gutes Wort für dich ein, dann kriegst du das vielleicht kostenlos. Du Schwuchte. Ja? Schwulmann. Ja, na und? Und du? Hast du dich mal angehört, wie du redest? Du redest wie ein Schwuchte. Ja. Wie ein Schwuler, der jeden Abend sich in den Arsch ficken lässt. Ja. Du kleiner Bastard. Hast du ein Problem damit? Hurensohn. Ja, natürlich, weil deine Mutter eine Hure ist. Ja? Kleiner Nuttensohn, Hurensohn, ich ficke deine Mutter. Kannst du noch mehr oder war das schon alles im Kopf? Genau, ich ficke auch deinen Vater, wenn du willst. Ja, kannst du auch andere schmutzige Wörter? Nee, nur deine Mutter will ich. Das ist die einzige. Mensch, deine Mutter muss aber stolz auf dich sein, was du so für einen Job machst. Deine Mutter ist sehr stolz auf mich, natürlich. Mhm. Also die steht auf jeden Fall hinter mir. Ja. Genau. Also wie gesagt, grüß die alte Hure nochmal von mir und die dreckige Fotze. Ja. Das ist auf jeden Fall ihr Schuld, dass du auf der Welt bist und ja, auf jeden Fall, deine Mutter ist eine Hure. Ja, das hast du ja schon gesagt. Ich glaube, ich brauche nichts mehr zu sagen, oder? Du hast es verstanden langsam. Ja, nicht so richtig, weil du kannst ja bloß das eine Wort scheinbar. Genau, deine Mutter ist eine Hure. Das reicht doch aus. Wie hoch ist denn eigentlich dein IQ? Genauso wie das IQ von deiner Mama. Oh, dann kannst du ja... Nämlich gar kein IQ. Ja, das wollte ich gerade sagen. Dann kann das nicht viel sein. Genau, deine Mutter... ist halt deine Mutter, was soll ich machen? Ja. Genau. Mhm. Und was hast du eigentlich jetzt vor? Gehst du jetzt zu deiner Mutter? Nö, heute erstmal nicht, aber ich denke mal, wir werden vielleicht morgen mal einen Kaffee trinken oder so. Genau, und dann erzählst du ja auch von mir, dass ich wieder angerufen habe, okay? Ja, das hört sich ja mal an. Alles klar. So. Du Hundesohn. Ja. Speech. Ja. Du Bastard. Was versuchst du hier zu erreichen? Deine Zeit stehlen, und das funktioniert ja scheinbar ganz gut. Du rufst ja hier freiwillig an. Das läuft gar nicht gut, Mann. Ich habe genug Zeit, du kleiner Hundesohn. Denkst du, mich juckt das, dass ich 2 Minuten deine Mutter beleidige? Das sind schon 4,5, aber es sind auf jeden Fall 4,5 Minuten, in der du keinen anderen betrügen könntest. Meinst du? Ja, ist schon mal ein Gewinn. Ein Abzocker weniger. Weißt
Du weißt ja nicht, ob ich gleichzeitig hier mit deiner Mutter bin. Und deine Mutter betrüge. Beschieße. Weißt du, du bestätigst die ganze Zeit deine Intelligenz. Nein, nein, die Intelligenz habe ich von deiner Mutter. Ja. Macht dir so ein Job eigentlich Spaß, oder? Genau, also wenn deine Mutter da ist, macht es natürlich Spaß, aber wenn die alte Hure fehlt, dann macht es natürlich auch keinen Spaß mehr, ne? Ja. Also deine Mutter ist der ganze Spaß aus der Arbeit. Okay. Das genau. Ist schon mal ein Gewinn, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also deine Mutter ist schon eine dreckige Hure. Ja, manchmal wäscht sie sich auch. Was? Ich sage, manchmal wäscht sie sich auch, dann ist sie nicht ganz so schmutzig. Ja, ja, aber meistens ist sie auf jeden Fall sehr, sehr dreckig. Hm. Ja, das kann schon mal vorkommen, ja. Ja, verpiss dich jetzt mal, ich hab keinen Bock mehr auf dich, du Hundesohn. Ich dachte, du hast ganz viel Zeit. Hundesohn. Ich hab genug Zeit, aber das lohnt sich nicht. Was ist? Ich hab doch genug deine Mutter beleidigt. Naja, wir können ja noch ein paar andere Personen nehmen. Was? Ich sage, wir können ja noch ein paar andere Personen nehmen. Nee, nee, deine Mutter reicht aus. Die alte Rudel haben wir heute auseinandergenommen, das passt. Okay. Also, verpiss dich und krieg deine Mutter. Na, dann bis nachher. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Leon Schmidt am Apparat. Spreche ich mit Maximilian Musterhammershausen. Ja. Ich grüße Sie. Ich bin, wie gesagt, Leon Schmidt. Und ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung, was Sie gerade eben gemacht haben, um Geld zu verdienen durch Onlinehandel. Ist richtig, oder? Ach ja, hier auf der Seite, da steht hier oben drüber, warten Sie, ich muss mal hier, weil ich habe hier noch durchgelesen. Da steht unglaublich, der größte Deal in der Geschichte von Die Höhle der Löwen in nur 7 Tagen reich werden. Ganz im Ernst steht da. Und dann geht es hier noch weiter. Da steht ganz schön viel. Okay, lassen Sie das einfach stehen. Also ich werde Ihnen helfen, ich werde Ihnen alles erklären, wie das alles so funktioniert bei uns und so weiter. Haben Sie denn Erfahrung? Nee, gar nicht. Also ich würde das hier gerne machen mit den 250 Euro. Da steht ja, dass man hier 2,5 Millionen Euro rausbekommt. Nee, also das, das steht hier. Ist auf jeden Fall falsch. Hier geht es um also darum, dass Sie 250 Euro investieren. Und nicht, dass sie irgendwie das erhalten, was da steht oder so. Also es geht hier um Online-Handel, Online-Trading. Ja, das steht hier auch mit Bitcoin-System. Aber hier steht, dass ich dann 2,5 Millionen damit machen kann in nur 7 Tagen. Ja, also ob sie so viel machen, kann ich Ihnen nicht versprechen. Aber sie können auf jeden Fall anfangen zu handeln und so weiter. Na, hier steht garantiert. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal müssen wir das Konto erstmal mit Geld aktivieren und dann werde ich ja einen Termin mit dem Experten vereinbaren und dann wird es losgehen und dann können Sie anfangen zu handeln. Ja, dann machen wir das, ja. Ja, okay, super. Und können wir, also die Aktivierung, es gibt natürlich verschiedene Wege, wie wir das machen können, aber am schnellsten geht es natürlich per Kreditkarte. Benutzen Sie eine Kreditkarte? Sowas habe ich, glaube ich, ja. Okay, und können Sie mir die Kartennummer sagen, bitte? Von der Kreditkarte? Genau. Ach so, ja, da muss ich die mal raussuchen. Ja, suchen Sie die mal raus. Ja, weil die habe ich ja jetzt nicht immer in der Hand. Bereit, ne? Ja, die habe ich auch noch nie genommen, die Karte. Die kam mal so einfach. Da wird immer einfach Geld abgebucht. Nee, also das passiert nicht, dass da irgendwie Geld abgebucht wird. Das kann nicht passieren. Also, wie ich Ihnen ja schon gesagt habe, Sie können auch durch Ihre Mutter bezahlen. Das geht auch. Okay. Ja, also Sie können Ihre Mutter vorbeischicken und wir nageln die mal durch und dann bekommen Sie die 2 Millionen Euro oder wie viel Sie bekommen wollen, ne? Ja. Genau. Okay. Also da sind Sie auch bestimmt einverstanden, wenn wir mal kurz ihre Mutter durchnageln und sie dann das Geld bekommen, oder? Und wie geht das denn? Ja, also sie schicken ihre Mutter einfach zu uns. Wir nageln die mal kurz durch. In so einem Paket oder mit DHL dann? Ja, das können Sie selber aussuchen, wie Sie Ihre Mutter hierhin schicken wollen. Oder Sie können die hierhin fahren. Ja, dann nehme ich DHL, weil bei Hermes kommen die Pakete immer kaputt an. Genau, das stimmt. Also wie gesagt, ich schicke Ihnen gleich die Adresse, dann können Sie Ihre Mutter hierhin schicken und dann können wir sie ficken. Okay. Alles klar?
Wunderbar, dann wünsche ich dir einen verschissenen Tag und ich hoffe, deine Mutter wird von 20 Pferden vergewaltigt. Ja, danke, ebenso. Tschüss. Wiedersehen. Bis bald. Hallo, Herr Stein, schönen guten Tag. Ja, hallo. Peter Funk ist mein Name, bezüglich Ihrer Anmeldung. Es geht um automatische Börsenhandel. Ja. Sagen Sie bitte, bevor wir Handelskonto aktivieren, habe ich einige Fragen an Sie. Wie alt sind Sie? Ich bin 29. 29, haben Sie die Erfahrungen oder noch keine? Ja, mit 29 hat man schon Erfahrung, ja. Ja, okay, ich meine auf diesem Bereich. Ja? Welchen jetzt? Bei dem Handel an der Börse. Nee, an der Börse noch nicht, nee. Keine, so. Von unserer Seite bekommen Sie kostenlose Finanzberatung, so bleiben Sie nicht allein. Sagen Sie bitte, als was arbeiten Sie? Als was ich arbeite? Ja. Ja, ich gehe putzen. Putzen? Mhm. Okay. Gut. Sagen Sie bitte, Sachen mit welchem... Okay. Mit welchem Betrag möchten Sie beginnen? Na, hier in der Werbung, hier ist so eine Werbung, da stand, wenn ich 250 Euro einzahle, dann gibt es da bis zu 2,5 Millionen Euro wieder raus in einer Woche. Also, gewöhnlicherweise, ja, beginnen wir unsere Zusammenarbeit mit 5.000 Euro, ab 5.000. Doch Sie waren auf unserer Werbeseite und haben eine Möglichkeit, mit einem kleinen Betrag das System zu testen, ja, ab 250. Kann man ja, aber wenn Sie sagen, dass man mit 5.000 noch mehr bekommt, dann nehme ich das. Nein, jetzt mit nur 250 Euro, Sie können das System testen, probieren Sie alles los, ja? Ja. Okay. Dann werden Sie sehen, erste Erfahrungen, erste Gewinne bekommen, ja, bekommen Finanzberater und dann werden Sie mit ihm arbeiten und vielleicht werden Sie später, ja, über größere Investitionen sprechen. Okay, das klingt schnuckelig. Machen wir so, ja? Okay, sagen Sie bitte, wie möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Per Karte, oder? Oder gerade mit Bitcoins? PayPal habe ich noch nicht gemacht, das würde ich mal ausprobieren. Wir arbeiten nicht mit PayPal. Ja, Sie können per Mastercard, Visa, die Bank überweisen oder gerade mit Bitcoins machen. Ach so. Ja. Haben Sie eine solche Möglichkeit? Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe so eine Karte. Haben Sie Karte, ja? Mastercard, ja, oder? Weiß ich nicht. Da muss ich mal gucken. Ich habe von meiner Bank sowas mal zugeschickt bekommen. Aber sowas nimmt man ja immer nicht so oft mit den Kreditkarten. Das braucht man ja meistens nur, wenn man in Urlaub fährt, in ein Hotel oder so. Oder, ja. Muss ich mal gucken. Okay. Bei Ihnen ist das irgendwie ganz schön laut da. Da ist so, weiß ich nicht, da so komische Geräusche im Hintergrund. Ja, wir sind an der Börse. Ja, deshalb haben wir diese Kein Problem damit. Na gut, dann gucke ich mal nach der Karte. So, was haben wir denn hier alles? So. Ja, da habe ich so eine Karte, ja. Mastercard haben Sie, ja? Ja. Ja, okay, dann können wir jetzt alles machen. Haben Sie jetzt ein paar Minuten? Ja, ich habe Zeit. Okay. Per E-Mail habe ich Ihnen schon eine Nachricht geschickt. Könnten Sie mal prüfen? Ihr Posteingang. Per E-Mail jetzt oder unten am Briefkasten? Per E-Mail. Per E-Mail, ja. Dann gucke ich da mal rein in den E-Mail. Okay. So, dann mache ich das mal auf. Von wem soll denn die E-Mail gekommen sein? Von Peter Funk. Von was? Peter Funk. 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 Ja, genau. Okay, dann gucke ich da mal. Also das Posteingang, das lädt jetzt hier erstmal. Das dauert so ein kleines bisschen, bis das fertig geladen hat. Ja, okay. So, aber da ist noch nichts, noch kein Peter da. Ah, also ich habe jetzt hier von info@bitops.com. Nein. Lautet Ihre Adresse Gerold? Ja. Minus? Ja. Minus Stein. Ja. At. Ja. MDC. Ja. DFU. Ja. N. Ja. Ja. Ja.
Ja, ich habe schon geschickt. Ja, vielleicht Spam? Prüfen Sie bitte auf Spam-Ordner. Oh, wenn ich da draufklicke, das dauert aber dann sehr lange, bis der Ordner geladen ist. Okay, oder kann ich Ihnen einfach hier sagen? Ja, ja, genau. Dann einfach mal buchstabieren, dann kann ich das ja eintippen. Ja. Ja, öffnen Sie bitte Ihr Browser Google Mail, ja? Google Chrome. Den habe ich nicht, nein. Welche haben Sie? Ich habe den den Tor-Browser. Okay. Ja. Machen Sie also. Ja. So, dann, dann schießen wir mal los. Ja, Golden Gate. Oh, wie schreibt man das? Golden. Buchstabieren Sie mal. G. Ein G. O. Ein U. O. O. Olaf. Ach, ein Olaf, ja. L. Ja. Lutz. Ja. D. D. Wie Deutschland. Ja. E. Ja. N. Ja. Die Norbert, ja. Ja. G. Ja. A. A. T. Thorsten. Ja, ja. E. Ja. S. Wie Siegfried. Ja. Golden Gate. Ja, ja. So wie die Bitch. Gut. Punkt. Ja. Global. Punkt global. Ja, das ist ja eine komische Endung. So, jetzt bin ich auf der Seite, ja? Da sind so Streifchen. Wollen Sie bitte deutsche Sprache? Ja, ist schon deutsche Sprache. Ja. Okay. Und nun? Dann klick Login. Klicken Sie auf Login. Mach ich, ja. Ja, schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse, ja, die schreibe ich da jetzt. Schreibe ich da jetzt rein, die E-Mail-Adresse, ja. Moment, also. Gerold. Und dann Bindestrich und dann Stein, ja? Ja, Ihre. Ja. Diese Adresse, die Sie angegeben haben. Ja, und welches Passwort muss ich da eingeben? Da muss ich ja bestimmt 250 Euro einzahlen, ne? Also automatisch. A, B, C, kleine Buchstaben. A, B, C. A, B, C, ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ja. Und da kann ich denn das Geld einzahlen? Jetzt zeige ich Ihnen alles. Weil ich würde denn da auch mit mehr anfangen, denke ich mal. Okay. Jetzt klicken Sie auf Deposit. Auf Deposit, ja. Und da kann ich denn den Betrag eingeben? Und gerade hier können Sie den Betrag geben. So, warten Sie. Ah ja, jetzt habe ich hier so ein Einzahlungsding. Da muss ich dann Adresse und so. Ja. Ja. Und da gebe ich meine Kreditkarte an? Ja, gerade hier werden Sie alles schreiben. Die Masterkarte dann, ne? Ja. Okay, dann mache ich das da mal. Und wie viel kann man da alles einzahlen? Ja. Weil ich würde ja... 250 können Sie einzahlen. Kann man da auch mehr machen, weil dann... Ja, mit welchem Betrag möchten Sie beginnen? Na, ich dachte, mit 5.000 fange ich erstmal an. Gerade jetzt? Ja, das ist ja erstmal eine runde Summe, das ist ja noch nicht so viel. Also, hier können Sie prüfen, Amount, sehen Sie das, die Summe? Ich sehe nicht ganz, wo... Amount. Amount. Ach, da unten, Amount. Und da trage ich dann 5.000 ein, ja? Also ja, 5 und 3 mal die 0. Ja. Ah ja, genau, jetzt steht da 5.000 und der Punkt kommt da von alleine. Gut. Okay. So, und jetzt schreiben Sie bitte Ihre Adresse. Na, und die CVV-Nummer brauchen Sie ja da, ne? Ja, auf der Rückseite der Karte. Ja, und das Datum ist dann 0324. Also die Kartennummer ist dann die 53274, dann die 3280 und die 824 und dann die 389. So.
Genau. So, ich glaube, jetzt ist es fertig. Ja, und klicken Sie weiter auf Deposit. Ja, auf Deposit. Ja, genau. Jetzt wird ja die Transaktion, glaube ich, überprüft. Ja, genau. Scheint jetzt hier gut auszusehen, ja. Okay, und was sehen Sie jetzt? Jetzt rödelt hier so ein Kreis. Sie müssen einen Bestätigungscode bekommen. Ach so, also da kommt jetzt noch ein Code per E-Mail, den ich dann da eingeben muss. Ja, oder als SMS-Nachricht. Ach so, Sie meinen das von der Bank, ja. Da gucke ich mal. Da gucke ich mal auf meinem Telefon. So. Ach du Gottchen, mein Handy ist ja die ganze Zeit, da ist. Ist da jemand dran? Hallo? Ja, ja. Nee, irgendwie ist da, irgendwas ist an meinem Handy komisch. Da sieht so aus, als ist da einer dran. Weiß ich nicht. Na egal, ich mach erstmal weiter hier. Wir wollen ja hier fertig werden. So. So, dann. So, dann habe ich das hier. Ja, hallo? Hallo, ist da einer? Hallo? Ja, wer ist denn da? Ja, ich melde mich von der Online-Apotheke. Sie hatten ja bei uns eine Medikamente bestellt gehabt und sie sind ja angeliefert worden. Ach so, können Sie da noch mal eine halbe Stunde anrufen, weil ich zahle hier gerade Geld ein. Ja, in einer halben Stunde dann bitte nochmal, ne? Dankeschön. Hallo, Herr Stein? Ja, ich bin noch da, ja. So, ich muss mir das hier mal. So. Irgendwas klappt da nicht. Ja, haben Sie Ihre Adresse geschrieben, ja? Ja, ich glaube, das. Aber hier steht bei dem maximalen Betrag, da ist you must enter alle Valure. Kartennummer haben Sie geschrieben, Ablaufsdatum. Das habe ich da alles reingemacht, ja. Und was passiert weiter? Na, bei Preis, da sagt er you must enter alle Valure. Also bei Amont. Also die Summe müssen Sie hier einschreiben. Ja, da habe ich ganz kleinen Moment mal. Ja, wer ist denn da? Okay. Hallo? Gut, da ist dann keiner mehr dran. So, nee, aber das geht nicht. Da geht dann immer, you must enter Avalure. Ja, ja, hier müssen Sie die Summe einschreiben. Habe ich. Versuchen Sie etwas kleineren Betrag schreiben, zum Beispiel 1.000. 1.000? Aber das ist ja weniger. Ja. Nö, das bleibt so. Das geht nicht. Okay, dann machen Sie einfach 250. Probiere ich das auch. Nö, da bleibt auch da. Da ist immer rot an der Stelle. Geht nicht. Das ist doch kaputt an der Seite. Okay, könnten Sie bitte die Seite aktualisieren? Aber dann ist ja alles wieder weg, was ich da reingeschrieben habe. Ja, machen wir noch einmal. Na gut, dann. So, jetzt aktualisiert das alles. Ja, nun ist alles wieder weg. Ah, das kann man hier auch auf Deutsch umstellen. Ah, es ist internationale Erfahrungssystem, ja? Das Ganze ist ja auf Englisch. Ja. So, aber die Seite, die geht wirklich nicht. Da ist wieder unten rot bei 250. Das okay. Ist das immer das Feld mit dem Geld? Da ist immer rot. Ja. Okay. Klicken Sie auf Logout. Ja. Jetzt kommen Sie noch einmal. Und jetzt? Auf Login. Ja. Oh, jetzt muss ich ja wieder meine E-Mail eingeben. Ja, E-Mail. Ja, korrekt. Wie war denn das Passwort? Kleine Arbeit, 1, 2, 3.
A, B, C, 1, 2, 3. Ja, habe ich jetzt. Jetzt steht aber, ach, jetzt ist hier wieder im Login nicht möglich. E-Mail oder Passwort sind falsch. Prüfen Sie bitte Mailadresse und Passwort. Kleine A, B, C, 1, 2, 3. Ja. Warum ist denn das da so laut bei Ihnen? Ja, wir arbeiten an der Börse, ja, deshalb ist es immer laut hier so. Ja, aber laute Musik? Ja, ist Musik doch, auch. Ja, aber es ist doch Börse und keine Diskothek. Machen Sie mal ja, aus da. Ja, keine Diskothek, genau. Aber Musik gibt es auch. Ja, mach mal aus. Sonst probiere ich das jetzt hier nicht weiter. Warum? Ja, weil das nervt. Mach mal aus da. Ach so. Ja. Versuchen Sie vielleicht noch einmal, ja? Ja, mach mal aus die Musik erstmal, dann gucke ich hier weiter. Weil ich kann mich gar nicht konzentrieren mit der ganzen Musik da. Also, Moment mal bitte. Jetzt werde bitte, Moment. Ja. Hallo? Ja. Ist es besser? Nein. Keine Musik? Doch. Keine Musik bei uns? Doch, ganz viel Musik im Hintergrund. Nein, nein. Vielleicht rufe ich noch einmal an. Ja, ich höre doch die Musik. Nein, nein, bei uns keine Musik, nein. Doch, ich höre die Musik. Und ich höre keine Musik. Ja, Moment, das ist ja klar. Noch einmal. Moment mal. Nein, ich höre ja die Musik da im Hintergrund. Moment, jetzt rufe ich noch einmal. Nee. Was ist da bitte? Hallo, schönen Tag. Könnte ich mit Herrn Gerold Steiner sprechen? Ist am Apparat. Schön, dass ich Sie erreiche, Herr Steiner. Und zwar, ich rufe Sie eigentlich nur an, Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel. Ja, warum ist denn das da bei Ihnen so laut? Wie bitte? Bei Ihnen ist es unfassbar laut im Hintergrund. Okay, kleinen Moment bitte, kleinen Moment. So, hörst du mich jetzt besser? Ja, jetzt ist es ein Stückchen besser, ja. Super, und zwar, Sie hatten ja Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel. Ja. Na, da haben Sie sich ja bei uns registriert, richtig? Ja, kann sein. Wie heißt denn die Seite? Die Seite heißt IQ Traders. Ach so, ja. .com. Ja. Na, und da bin ich natürlich auch einmal Ihr Account Manager und wollte Sie mal fragen, wie Sie denn auf uns zugestoßen sind zunächst erstmal. Ja, verstehe ich die Frage nicht. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Naja, sicherlich durch irgendeine Werbung oder so. Hier ist ja ganz schön viel Krempel immer in letzter Zeit. Okay. Haben Sie da schon Erfahrung oder ist das jetzt für Sie komplettes Neuland? Nö, das ist alles noch frisches Feuchtgebiet. Ah, okay. Ich denke mal auch, dass Sie das Ganze auch voll automatisiert einstellen möchten, richtig? Ja, klar. Wenn es alleine da so vor sich hin bummelt, dann muss ich ja nichts machen. Genau, super. Na, ich bin einmal für die Aktivierung zuständig. Ich denke mal, Sie haben sich bestimmt mit Computer oder war das jetzt mit Smartphone angemeldet? Nee, so ein Smartphone habe ich nicht. Nee, sowas habe ich noch nicht. Okay, dann denke ich mal mit einem Computer, ja? Ja, ja. Ich habe ja erst ganz frisch wieder aufgesetzt, mein Rechner. Das ist hier so ein Windows 98. Ah, okay, sehr schön. Der läuft richtig geschmeidig. Also ist zwar noch ein alter Pentium, aber der tut, was er soll und Internet kann er auch. Sehr schön. Könntest du vielleicht den kurz anmachen? Ja, den fahre ich dann mal hoch. Ja, ja. Super. Dann zeige ich Ihnen das kurz. Ja. So. Kleinen Moment bitte. Moment. Ich mache Sie kurz auf Stumm. Ich habe Zeit und ich kann auf jeden Fall auch warten. Das ist kein Problem. So, und da bin ich wieder. Hört Sie mich? Ja, sind Sie jetzt gekommen? Genau. Ja. Und zwar ja, ich mache auch immer das Mikrofon aus, wenn meine Sekretärin zugange ist. Okay. Haben Sie auch auf Ihren Rechner Google Chrome? Nee, sowas kann der nicht. Okay, was hat Ihr Rechner? Windows 98. Ah, okay, wird Sie im Internet hineingehen? Mit dem IE.
mit Internet Explorer? Ja, da habe ich ja Version 2.3. Okay, haben Sie da geil Google Chrome oder Firefox? Nee, sowas kann der nicht. Okay, dann schauen wir mal. Jetzt ist da wieder laut im Hintergrund. Okay, kleinen Moment. Ich schaue nur kurz mal, ob Sie von uns eine E-Mail erhalten haben. Ja, gucken Sie mal bei mir. Gerold Steiner, ne? Ja, haben Sie die Login-Daten? Nee, die Login-Daten, die habe ich nicht. Ach so. So, ich dachte, Sie gucken mal nach, ob ich von Ihnen eine E-Mail bekommen habe. Genau. Kleinen Moment. So. Feiern Sie da eine Party im Hintergrund? Nee, bei uns läuft natürlich auch jeden Tag immer laute Musik für die Motivation. Ja. Was denn für eine Motivation? Genau, also wir arbeiten natürlich auch 24 Stunden, ne, und so, dass wir natürlich auch die Klienten erfolgreich unterstützen können. Ach so, ne? Und da tanzen alle zu Harry Potter Musik im Hintergrund. Harry Potter Musik? Hören Sie kein Techno an? Ja, nee, ich hab ja meistens höre ich ja die Marianne Kohlberg oder hier den Dieter Reinsagen. Ja. Okay. Kleinen Moment, da gehe ich kurz in mein Büro rein. Jetzt sollten Sie mich besser hören, richtig? Ja, aber die Party ist immer noch zu hören. Genau, die Party ist da drin. Nicht bei mir im Büro. Ja, stimmt, Sie waren ja schon fertig mit der Sekretärin. So, haben Sie jetzt Ihr PC an? Ja, der fährt gerade hoch. Der fährt gerade hoch, okay. Ich habe jetzt hier schon das Symbol mit dem, wo Windows steht und so. Sehr schön. Kleinen Moment, ich leite Sie da kurz mal weiter. Ja, kleinen Moment bitte. Ich werde jetzt weitergereicht. Genau, zu einem Senior Account Manager. Na, der kennt sich da besser aus. Kleinen Moment. Okay, dann sprechen wir wieder mit dem Rentner. Hallo, schönen guten Tag, Sprecher mit Gerold Steiner. Ja, ich bin am Apparat. Super, schön, dass ich Sie erreiche. Mein Name ist Thomas. Ich bin Ihr persönlicher Account Manager. Ja. Wie weit waren Sie denn mit meinem Kollegen? Wie weit sind Sie da stehen geblieben? Na, gerade war ich in der Küche. Nee, ich meine jetzt von dem Thema her, was wir besprechen möchten. Haben Sie Interesse an das Trading oder? Ja, ne. Klingt ja auf jeden Fall spannend da bei euch, ja. Das auf jeden Fall. Das werde ich Ihnen auch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, wie Sie Ihr Geld richtig einsetzen, ja. Wo Sie Ihr Geld investieren und wie Sie Geld erwirtschaften. Ja. Ja, das werde ich Ihnen alles Schritt für Schritt zeigen. Aber bei Ihnen ist die Party und wieder so laut. Das ist einfach nur deswegen, damit wir die anderen Kundengespräche nicht abhören können, beziehungsweise mithören. Ach so, weil der Kollege, der meinte, der war da mit seiner Sekretärin zugange und hat deswegen sein Mikrofon kurz mal ausgemacht, weil kurz bevor er fertig geworden ist. Und dass ihr da immer Party feiert, weil es ja macht ja Spaß da so. Und haben Sie eigentlich auch schon Sekt getrunken? Nee, noch nicht. Also es ist noch nicht die Zeit für Sekt. Okay. Aber die Musik ist einfach nur dafür da, dass wir die Kunden nicht hören. Ne? Ach so, damit sie mich nicht hören müssen. Nee, damit die anderen Klienten nicht abhören. Also ich kann quasi die anderen Gespräche nicht hören, wenn die Musik läuft. Ne? Ach so, das nimmt man dafür nicht ein Headset? Ich habe ein Headset an, genau. Ach so. Ja. Aber der hat keine Dämmhintergründe. Keine Dämmhintergründe, ach so. Ja, also es kann keine Musik abfangen oder sowas, das hört der Kunde leider mit. Neulich im Lidl, da war ein gutes Headset, das habe ich mir gekauft. Haben Sie gekauft, wie viel haben Sie bezahlt? Da habe ich 25 Euro für bezahlt und 19 Cent. Aber ein 25 Euro ist kein gutes Headset. Nicht? Ja. Nee, leider nicht. Nee, aber wenn ich da hier vielleicht mit dem Bitcoin und so, vielleicht kann ich ja dann mal ein gutes Headset kaufen. Bestimmt, auf jeden Fall. Was hat dein Headset gekostet? Das wurde von der Firma hergestellt. Die haben rund 160 Euro gekostet.
Ach so, kann ich auch so einen haben? Da müssen Sie bei unserer Firma nachfragen. Aber ich denke eher mal, muss ich ihn da fragen? Mein Manager. Ja, dann frage ich den mal, dann gib mal. Alles klar, einen Moment. Mhm. So, jetzt muss ich mich einloggen am Computer. Der da nochmal angeht. Hm. Naja, blockieren wir mal die Leitung weiter. Hallo, Herr Stolder. Ja, hallo. Hier, ich grüße Sie. Ja. Spreche ich mit dem Gerald Steiner? Ja, ist am Apparat. Super. Und zwar, es geht einmal um das automatisierte Bitcoin-Trading. Ist das richtig, ja? Ja, unter anderem. Und der Kollege meinte, ich kann bei Ihnen so ein Headset kaufen, dass Sie sowas produzieren. Ein Headset? Nein. Also wir haben hier einmal die Möglichkeit, an den steigenden und an den fallenden Aktienkursen oder Bitcoin-Kursen zu handeln. Nee, na, weil der Kollege da hat sich lustig gemacht über mein Headset, weil ich habe gesagt, ich habe so ein richtig gutes Headset bei Lidl gekauft für 25,19. Und er hat gesagt, da bei euch kostet das über 160 Euro und ich soll mal beim Manager fragen. Dann kann ich auch so eins haben, weil ihr das produziert. Welches Headset meinen Sie, was wir jetzt gerade benutzen? Ja, so ein Headset möchte ich auch. Das ist ein Corsair. Ja, dann nehme ich so eins. Das müssen Sie aber bei Amazon bestellen. Ja, sowas verschicken wir nicht. Weil hier geht es einmal um ein Finanzprodukt. Na, aber der Mann hat gerade gesagt, ihr produziert Headsets. Nein. Doch, hat er gesagt. Dass ihr die selber produziert. Headsets? Ja, hat ja, er da gesagt. Geht um Umfug. Da war. Es geht ja hier um ihre, es geht ja um ihre Registrierung. Nee, ja, na, weil da war Bitcoin zuerst. Damit wir das einmal gemeinsam durchmachen, die Schritte. Durch zuerst war da ein Mann am Telefon, der gemeint hat, dass der, dass die Sekretärin da kurz ist. Und deswegen hat er das Mikrofon ausgemacht. Ich denke mal, die wird da einen Blowjob oder so gemacht haben. Und dann war auf einmal ein anderer Mann dran und der wollte mir ein Headset verkaufen. Okay, dann weiß ich denn, wo sie sich verfunden haben? Oder? Ja, weiß ich auch nicht, ja. Aber... Da kann ich jetzt Ihnen auch nicht weiterhelfen. Wie gesagt, wir sind hier eine Trading-Plattform. Haben Sie denn Interesse an den Kryptowährungen oder nicht? Ja, na klar. Haben Sie denn auch schon was getrunken? Ich hab... Wegen der Party, meine ich. Weil die beiden Kollegen haben ja gesagt, sie sind da auf einer Party. Herr Klaubautermann, schönen guten Tag. Mein Name ist André. Wie geht's Ihnen? Ja, hallo. Ja, mir geht's gerade nicht so gut. Meine Frau ist gestorben, aber ist nicht so schlimm. Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Oh, es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ja, aber jetzt habe ich die Kohle also von ihr geerbt. Jetzt kann ich die ja verprassen. Aha. Noch einmal bitte, hab's nicht verstanden. Was haben Sie jetzt? Ja, ich habe die Kohle geerbt. So, okay, hab verstanden. Also schauen Sie mal, es geht zum Onlinehandel. Ja. Ich bin Ihr Account Manager von Twidero Investment Gesellschaft. Okay, das klingt spannend. Das klingt entspannt, ja, natürlich. Und schauen Sie mal, sagen Sie mir zuerst bitte, wie alt sind Sie, aus Sicherheitsgründen? Oh, das steht auf meinem Personalausweis. Ich bin schon ein bisschen älter. Sie sind schon ein bisschen älter, also, wie, sind Sie volljährig? Ja. Okay, wunderschön. Dann sagen Sie mir dann noch bitte, hatten Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nein. So Trading online, nein? Nee, gar nicht. Also überhaupt kein Problem, das spielt keine Rolle. Meistens unsere Kunden fangen ohne Erfahrung an. Hm. Und ja, das ist kein Problem. Okay. Dann schauen Sie mal, ich würde jetzt Ihnen erklären, wie das alles funktioniert. Ja. Wie, welche Möglichkeiten haben Sie... Wie können Sie das Geld verdienen und so weiter? Ja. Schauen Sie mal, bei uns haben Sie eine ausgezeichnete Möglichkeit, mit verschiedenen Vermögenswerten zu arbeiten. Ja. Zum Beispiel Kryptowährung wie Bitcoin oder einfache Währungszahlen, Energiequellen, Rohstoffe, also vieles, es gibt vieles. Ja, was ist denn das mit dem Krypto? Mit dem Krypto? Also ja. Eigentlich... Also man investiert in Krypto, nee, also wie, man kauft. Was ist zum das genau? Kryptowährung, das ist so ein, sozusagen ein digitalisiertes Geld. Wie geht das? Muss man das dann einscannen?
schauen Sie mal. Zum Beispiel ein Bitcoin. Coin ist doch sowas wie ein Euro. Bitcoin, das ist einfach ein digitalisiertes Geld und es bleibt auf Ihrem sozusagen Konto, auf Ihrem irgendwelchen Bankkonto. Also muss ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich das Geld nehmen, muss das einscannen und dann schicke ich das zur Bank. Nein, schauen Sie mal, nein, Sie haben nicht verstanden. Bitcoin, eine Kryptowährung ist, ich würde es Ihnen jetzt erklären, was das ist, damit Sie verstehen, was man damit machen kann. Also man investiert in einen Bitcoin. In 2009, ein Bitcoin kostete etwa $1. Ja. Heutzutage kostet ein Bitcoin 40.000. Ach je. Also verstehen Sie? Das ist aber und teuer. Hier ist der Unterschied. Und die Kryptowährung, diese Bitcoins, es gibt verschiedene Kryptowährungen. Und sie steigen immer im Preis oder andererseits sinken. Ja. Und wo kommt und der? Man kann entweder verdienen oder entweder verlieren. Also Finanzmarkt. Und wo kommt der Coin her? Also den müssen Sie kaufen, diesen Coin. Ach so, also den kann man im Laden. Ja. Wo muss ich den kaufen? Nein, nicht im Laden. Also das, wie ich schon gesagt habe, das ist ein digitalisiertes Geld. Also das ist nur im Internet und heute, wie ich schon gesagt habe, ein Bitcoin kostet 40.000, aber das ist kein Problem. Also ist das ein Sammlerstück schon? Ja, heute ist es schon ein bisschen zu spät, um in einen Bitcoin zu investieren, aber heute trotzdem gibt es viele solche Dinge wie Bitcoin. Ja. Also, alles ist noch vorbei. Wenn es zu spät ist? Nein, natürlich nicht. Heute gibt es auch viele Möglichkeiten. Ja. Also schauen Sie mal, von uns, Sie bekommen einen kostenlosen Senior Account Manager. Oh ja, Rentner sind immer gut. Ja, wie Sie schon gesagt haben, Sie haben keine Erfahrung, also Sie brauchen ihn. Ja. Also Sie brauchen einen Manager, um auf dem Finanzmarkt ja erfolgreich zu handeln. Er wird immer dabei sein, praktische Ratschläge, Schritt-für-Schritt-Schulung. Und so weiter. Ja, das ist gut, weil der letzte Finanzmanager ist ja abgekratzt. Nein, unsere Senior Account Manager, sie sind Profis, sie sind gut qualifiziert, sie sind immer also erreichbar während des Arbeitstags. Okay. Und alles, was wir brauchen, ist nur Ihr Konto zu aktivieren. Ja. Unser Mindestbeitrag ist 250 Euro. Also das ist Ihr Startkapital. Wenn Sie mehr investieren möchten, dann können Sie natürlich mehr investieren. Mit dieser Summe würden Sie dann handeln. Okay. Und diese Summe bleibt nur auf Ihrem Konto. Dann muss ich denn solche Coins verkaufen, oder wie? Also, nicht genau Coins. Heute gibt es viele Möglichkeiten, nicht nur Coins. Sie können die Aktien kaufen und dann teurer verkaufen, wenn sie im Preis steigern. Sie können ja also auf dem Finanzmarkt handeln, Geld verdienen. Das wird alles viel deutlicher. Gibt es denn für die Coins so eine Sammelbox oder wie funktioniert das denn? Sozusagen ja, für solche Coins gibt's auch eine Sammelbox, ja. Okay, und dann muss ich mit der Sammelbox mich auf den Markt stellen und die dann da verkaufen? Nein. Das wird viel, viel besser Ihr persönlicher Senior Account Manager Ihnen erklären, weil heute gibt es viele Möglichkeiten. Also Sie würden mit Ihrem Geld umgehen, wie Sie möchten. Das Wichtigste ist, dass Sie Ihren Kapital verdoppeln. Und dann noch einmal verdoppeln. Okay, das ist und aber wir viel. Würden Ihnen helfen. Ja. Wir würden Ihnen helfen. Okay. Und ja, 250 und dann beginnt die Handlung und mit Hilfe von dieser Summe würden Sie dann mehr und mehr verdienen. Je mehr Sie investieren, desto mehr Sie dann auch verdienen. Okay, und was mache ich denn mit dem, was ich verdient habe? Das ist Ihr Geld, was Sie möchten. Möchten Sie ein Haus kaufen oder ein Auto? Nee, dafür bin ich noch etwas. Alt. Ja, oder was Sie möchten, also das ist Ihr Geld.
Sie haben das verdient und das bleibt bei Ihnen. Ja, ich kann ja die Agatha zum Essen einladen. Ja, ja, zum Essen jemanden einladen. Ja. Klingt gut, ne? Ja. Und ja, alles was wir jetzt brauchen ist nur Ihr Konto zu aktivieren und dann wird automatisch unsere Supportabteilung mit Ihnen kontaktieren. Und dann würden Sie schon einen Dialog mit Ihrem Senior Account Manager haben. Dann können Sie eine Handelsstrategie besprechen. Kann man mit Sie können ihm alle Fragen stellen. Noch einmal bitte? Kann man mit dem auch Kaffee trinken? Wenn er dafür Lust hat, dann warum nicht? Okay. Da sollen Sie ihn fragen. Ja. So, und wollen wir dann vielleicht jetzt Ihr Konto aktivieren? Ja. Okay, wunderschön. Also schauen Sie mal. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich glaube ja. So, wunderschön. Und so, mit Hilfe von Kreditkarte können wir das durch unsere Webseite machen. Ja. Und ist überhaupt kein Problem. Also würde ich jetzt Ihnen per E-Mail unsere Webseite schicken, okay? Wie? Die ganze? Per E-Mail. Also ich würde einen Link auf unsere Website schicken. Okay. Eine Sekunde. So. Hab's gemacht. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Box. Welche? Also, Ihre E-Mail lautet Klabautermann aus Klabauterhausen. Ja? Ja. So, und überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail. Ich habe es Ihnen ein SMS geschickt. Und dort können Sie den Link finden. Eine SMS? Also eine E-Mail, nicht eine SMS, eine E-Mail. Ja. Hallo, Sie sind noch da? Ja. Haben Sie geguckt? Wo denn? Auf Ihre E-Mail. Haben Sie das Ding geöffnet? Nein? Ach so. Ja, jetzt müssen Sie, schauen Sie mal. Ich habe es per E-Mail Ihnen geschickt, einen Link. Überprüfen Sie bitte Ihre Mailbox. Und von Andrei Burtniak. Da muss ich eine E-Mail bekommen. Da muss ich dann an den Computer gehen. Ja, ja, an den Computer, ganz richtig. Können Sie das machen? Ich kann das probieren. Ja, ja, wäre toll. Ja. Dann stehe ich jetzt auf, ja. Ich gehe dann mal zum Computer. Und sagen Sie mir bitte, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Weil, also, hat nicht geklappt, leider. Ich meine, E-Mail. Können Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse noch einmal erläutern? Wie meinen Sie? Also sagen Sie mir bitte einfach Ihre E-Mail-Adresse. Ich dachte, ich soll an den Computer gehen. Buchstabieren Sie mir bitte. Warten Sie mal einen Moment, ich muss erstmal zum Computer. Ja. Okay, okay. So, jetzt bin ich in dem Raum, wo der Computer steht. Jetzt mache ich den Computer gleich an. Mhm. So. Jetzt ist der Computer an. Ja. So, das ist gut. Und jetzt brauche ich Ihre E-Mail-Adresse. Wie lautet denn das Passwort?
Noch einmal bitte, welcher Passwort? Wie lautet denn das Passwort? Einen kurzen Moment bitte. Ja. Ich hab's nicht verstanden, welcher Passwort? Was für ein Passwort? Na ja, hat meine Frau einen Zettel hingeschrieben, als sie noch gelebt hat, dass wenn einer anruft, dann muss man hier ein Passwort am Telefon sagen. Da war schon mal eine Firma, die hat auch was verkaufen wollen und die haben gesagt, man darf nur rangehen, wenn die auch das Passwort wissen, steht hier auf dem Zettel. Wie lautet denn das Passwort? Hallo, ja, ich bin's da. Einen Moment bitte, also ein Passwort. Also Ihr Passwort lautet 9F0. Nein, das ist falsch. Das ist hier also Kundennummer. Nein. In unserem System, nein? Nein. Über welchen Unternehmen reden Sie? Wo hat Ihre Frau also gehandelt? Hier steht, dass die Firma Elite Solution, dass sie ein Passwort gegeben haben. Und man soll nicht ans Telefon gehen, wenn man das nicht sagen kann. Okay, hab verstanden. Also schauen Sie mal. Wir sind nicht diese Firma, mit welcher Ihre Frau gearbeitet hat. Wir sind ein anderes Unternehmen. Aber schauen Sie mal. Dann darf ich ja gar nicht mit Ihnen arbeiten. Wieso? Na, das steht hier. Dass ich nicht mit Leuten sprechen soll, die das Passwort nicht wissen. Mhm. Also schauen Sie mal, das sind die Regeln von einem anderen Unternehmen. Also wahrscheinlich möchten Sie noch bei uns, vielleicht möchten Sie noch bei uns arbeiten und bei uns anzufangen zu handeln. Und schauen Sie mal, Sie können vergleichen, wo Sie bessere Perspektiven haben, wo Sie mehr verdienen können. Das ist doch das Wichtigste, ja? Ja. Aber Sie sollen verdienen. Und wo würden Sie mehr verdienen? Da für dieses Unternehmen sollen Sie dann entscheiden. Sagen Sie mal, Sie können noch bei uns anfangen. Sie können immer im Moment aussteigen. Da ist es kein Problem. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt oder etwas schief geht, Sie können immer aussteigen, Sie können immer Ihr Geld zurück auszahlen. Und alles, was wir jetzt brauchen, ist nur zu vergleichen, wo Sie mehr verdienen können, wo Sie bessere Möglichkeiten haben. Ja. Verstehen Sie? Also, wollen wir das jetzt trotzdem machen? Na, wissen Sie denn das Passwort? Nein, das Passwort, ich habe schon gesagt. Nein, das Passwort weiß ich nicht. Ach so, das habe ich vergessen. Wir können noch ein Passwort machen. Also unseren Passwort. Ja. Hakuna Matata zum Beispiel. Was ist das? Das ist meine Nachname. Also okay, schauen Sie mal. Wollen Sie dann vielleicht noch bei uns anzufangen? Ich habe vergessen, worum es geht. Was haben Sie vergessen? Es geht zum Onlinehandel, wie ich schon gesagt habe. Ach ja, das mit dem Euro einstellen. Mhm. Sozusagen, ja. Ja. Und hat Ihre Frau auch gehandelt? Weiß ich nicht. Und woher haben Sie dann diesen Zettel? Der liegt auf der Tastatur. Der liegt einfach auf der Tastatur? Ja, ich war hier sonst nicht drin. Das ist ja das Arbeitszimmer von meiner verstorbenen Frau. Okay, und hat Ihre Frau etwas verdient? War es erfolgreich? Weiß ich nicht. Oder wissen Sie nicht?
Ich habe viel geerbt. Okay, dann schauen Sie mal. Jetzt können Sie das machen. Ja. Jetzt können Sie das machen, genau wie Ihre Frau. Also auch anfangen, Geld zu verdienen. Aber also Ihre Frau war bei einem Unternehmen und wir sind ein anderes Unternehmen. Also den Passwort weiß ich nicht, wie ich schon gesagt habe. Ja. Und ja, das war Passwort für Ihre Frau, aber nicht für Sie. Was für ein Passwort? Der auf dem Zettel. Ach, hier auf dem Boden liegt ein Zettel. Sie haben doch gesagt, auf der Tastatur. Ist mir runtergefallen. Und können Sie mir genau bitte sagen, wie alt sind Sie? Hallo? Ja, Entschuldigung, ich bin eingeschlafen. Kein Problem. Alles okay, was? Alles in Ordnung. Was haben Sie gesagt? Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Also Ihr Alter. 80 oder? Ja. Über 90? Ja. Ach so. Und können Sie mir bitte genauer sagen, wie alt sind Sie? Also direkt. Ihr Alter, bitte. 94. Um Onlinehandel. Ja. Ja, und wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Bleiben Sie bitte gesund. Mein Junge, das wünsche ich Ihnen auch. Ja, vielen, vielen Dank. Und bleiben Sie bitte gesund. Alles Gute. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Ja. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe Ihnen gerade ein E-Mail geschickt. Sie wollten ein Kryptokonto öffnen, oder? Was? Sie möchten ein Kryptokonto öffnen, oder? Ja. Sie könnten dann, wir empfehlen, dass Sie ein eigenes Privatkonto öffnen beim Coinbase. Dann, das haben Sie als Basis. Da kann ich auch privat benutzen, weiter einkaufen, das ist sehr praktisch an Coinbase haben. Das ist einer der besten Konten in der Welt momentan, einer der größten. Und dann parallel, damit haben Sie ein Handelskonto, dann können Sie eigentlich laut Ihrem Wunsch Kapital von Coinbase zu Ihren Sammelzweig oder ich sage zu den Handelskonto überweisen, behandeln damit. Und dann können Sie laut unserem Handelsplan jeder zwei Quartale, wenn Sie möchten, zurücküberweisen oder laut unserem Handelsplan handeln wir dann. Klar, keine schlechte Zeit. Bitcoin ist ja fast jetzt bei $50,000, so ich glaube hier bis Weihnachten geht es richtig los. So sieht's aus. Also soll ich Ihnen dann den E-Mail für, da habe ich genaue Instruktionen mit der Zugangsdaten für den Handelskonto und auch wie Sie ihr eigenes privaten Coinbase-Konto öffnen kann. Mhm. Haben Sie schon heute ein E-Wallet? Mhm. Also Sie haben kein E-Wallet? Mhm. Okay. Möchten Sie dann öffnen oder was möchten Sie machen? Keine Ahnung. Okay. Vielleicht schicke ich dann den E-Mail und dann können Sie das öffnen oder was meinen Sie? Ja, weiß ich nicht. Okay, wie viel möchten Sie auf Ihr Handelskonto, wie viel möchten Sie investieren, was möchten Sie machen? Möchten Sie ein E-Mail ein Bitcoin erreichen oder was ist Ziel hier? Ja, keine Ahnung, Geld verdienen halt, ne? Okay.
So, Vorschlag. Soll ich Ihnen eine E-Mail ja schicken mit den Zugangsdaten oder was meinen Sie? Ja, nun mach doch mal. Warte doch nicht so lange. Okay. Und E-Mail, wo, welche E-Mail soll ich schicken? Hä? Welche E-Mail soll ich schicken? Was ist am besten? Hier, die hinterlegt ist, oder nicht? Ich habe hier... Der Name ist hier mit Lauterbach, oder? Ist das richtig? Mhm. E-Mail habe ich wie Armin.Laschet hier. Kann das sein? Hm? Ist das richtig? Nee. Das ist nicht richtig. Aha. Das ist ja lustig. E-Mail, was ich hier habe, ist Armin.Laschet@googlemail.com. Das ist also nicht richtig. Haben Sie irgendwie einen Dachschaden oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ja... Das ist ja lustig. Also das ist nicht Ihre E-Mail, oder? Nicht Ihre E-Mail. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Sind Sie irgendwie psychisch gestört oder so? Nein, nein. Sie labern die ganze Zeit irgendeine Scheiße? Und was wollen Sie jetzt mit Armin Laschet? Also ich glaube, Ihnen geht's nicht mehr gut oder irgendwas. Okay, kein Problem. Okay, das war ein Fehler dann. Tut mir leid. Es muss ja ein Fehler sein. Was steht hier denn E-Mail? Das ist das E-Mail. Das ist dann wahrscheinlich fertig. Dann bitte schon Entschuldigung. Alles Gute. Schönen Tag. Ja? Schönen guten Tag, deine Hilfe wieder. Ja, wir hatten mit Ihnen schon telefoniert. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon das Programm installiert, oder? Nee, der Rosi ist dazwischen gekommen. Die hatte Kaffee gebracht gerade. Noch einmal bitte. Der Rosi hat Kaffee gebracht. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Bitte um Entschuldigung. Der Rosi hat mir einen Kaffee gebracht. Das Programm haben Sie installiert, AnyDisk. Wollten Sie nicht einen Schlüpfer kaufen? Nein. Nein, ich habe hier gerade... Ich hätte einen ganz frischen, der duftet noch. Der dampft quasi noch. Soll ich gleich intüten? Können Sie abholen. Herr Kräbottermann, ich brauche keine Strumpfhose, ja? Nee, nicht Strumpfhose. Schlüpfer. Ist noch warm. Herr Kräbottermann, seien Sie bitte seriös, ja? Na wieso? Sind Sie nicht seriös? Letztendlich machen wir hier jetzt Geschäfte. Herr Kräbottermann, ich rufe Sie in Bezug auf Trading, ja? Ach, auf Trading. Sagen Sie das doch gleich. Ich habe gedacht, Sie wollen einen dampfenden Schlüpfer haben von der Rosi. Ja, wir haben mit Ihnen circa 40 Minuten geredet, ja? Sie wissen schon Bescheid, worum es geht. Ach so, die junge Lady mit dem Bonbonpapier am Mikrofon, ja. Gut, sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse noch für Finanzmarkt, ja, für den Handel im Großen und Ganzen? Ja, na klar. Online-Handeln meine ich, ja? Ja, natürlich. Okay. Ich habe mir doch was überlegt. Ich habe mir überlegt, wenn ich bei euch 250 Glocken inzahle, wie wär's denn, wenn du da bei dir im Callcenter ein bisschen Werbung für die Schlüpfer von der Rosi machst? Weil dann könntet ihr ja da alle ein paar Schlüpfer nehmen. Herr Kräbottermann, das ist nicht möglich, ja? Wieso denn das nicht? Das ist doch so ein Win-Win. Haben Sie das Programm schon installiert oder nicht? Ja, hat das geklappt? Das Programm, das habe ich drauf, ja. AnyDisk, ja? Das habe ich mir runtergeladen, genau. Okay. Haben Sie das in Downloads gefunden? Ja, sagen Sie mir bitte. Nee, da habe ich ja gesagt, Rosi hat mir gerade einen Kaffee gebracht. Da habe ich die Suche abgebrochen. Was meinen Sie? Na, Rosi hat mir einen Kaffee zubereitet. Und es gab so ja ein Aktimel. Herr Kräbottermann, sagen Sie mir bitte 9 Ziffern. 9 Ziffern? Ja, von AnyDisk. Ich nehme der 5, der 9, der 6, der... Jetzt haben wir 3, ja? Dann der 3, der 5, nochmal der 6. Dann nehmen wir noch der 7 und der 8 und der 9. Mhm. Wo haben Sie diese Ziffer gefunden?
Na, Sie haben doch gesagt, ich soll 3 Ziffern sagen. 9 Ziffern von Anydesk. Wenn Sie das Programm... Ach so, von dem Programm eine Nummer. Ich dachte jetzt hier beim Lotto. Wissen Sie, da muss man ja auch so schnell aus dem Kopf ein paar Nummern sagen, wenn die anrufe. Okay, ich rufe dann später noch einmal an, okay? Ja, wann wollen wir denn noch mal reden? Okay, ein bisschen später rufe ich an. Okay, dann warte ich auf dich, mein Schnittchen. Okay, gut, Herr Kappertermann. Alles klar. Bis später. Bis denn. Hallo, sprechen Sie Ihnen? Was? Sprechen Sie Ihnen? Hast du gerade einen Schwanz im Mund oder warum hört sich denn? Oh, I don't think you speak English and you speak like... Have you a cock in your mouth? Hallo? Ja, was denn? Timmy? Ja. Hello, Timmy. You speaking? Nein. Nein, only German. Okay, hold on. Hä, was? Hi, this is Mila Perez calling you from Financial Market. How are you? Geht es auch auf Deutsch? So, I'm calling you from... I'm good too, thank you for asking. Lorek, I'm personal account manager, and I'm calling you regarding your trading account. Do you have a financial market? Can you come closer to the phone? Come close to the phone so I can hear you properly. Hello? Hello. Hi. Yeah. So my name is Mila, as I told you, and I'm calling you regarding your trading account. Reynes, do you have any experience or is it your first time? Uh-huh. What does it mean, uh-huh? Uh-huh. You're silly? Yeah. Hello, can I talk to Gerald? Oh, ihr habt doch schon mal angerufen. Gerald, do you speak English? Nein, wir haben ja einen deutschen YouTube-Kanal und dann möchte ich hier bitte auch auf Deutsch beschissen werden und nicht auf Englisch. Do you speak German? Ja. Okay. Steht doch da in eurer Anmeldung. You understand English, yes? Ja. Okay, I'm calling you from Financial Market. Ja, kannst du mir da jetzt mal einen deutschen Mitarbeiter ranholen, oder? Eine Minute. Geht doch sogar schon fast. Mein Name ist Mila Perez. Ach, hast du jetzt dein deutsches Skript rausgesucht? Account Manager. Ja, ich Account Manager, okay. Weiter? Ja. Sie haben ein Handelston eröffnet. Oh, das liest aber schön vor. Aha. Hm. Ich helfe dir, es zu aktivieren. Mhm. Ja, und? Okay. Du hast einen Computer. Mhm. Und du? Okay. Sie können das Programm herunterladen und ich helfe Ihnen, es zu aktivieren. Hast du denn nicht den Punkt mit der Kreditkarte vergessen? Dann müsste doch jetzt erst die Frage mit Visa-Karte und Mastercard kommen. Okay, which one do you have? Ja, dann machen wir halt mit Anydesk weiter, ja? Hm? Well, hast du Visa oder Master? Beide. Visa? Ja. Okay. Okay, öffne deinen Computer. Ja. Aha. Oh. Ich schicke dir Post von Mila Perez. Hello. Ja, ich guck mal im Briefkasten. Okay, uno moment. Mm-hmm. It will be hello. Ja.
Die Musik ist scheiße. Mhm. Ja. Und Mila Perez. Ja. Von Mila Perez. Mhm. Jetzt antworte mir Hallo. Hallo. Mhm. Ja. Hab ich. Und nun? Moment. Ja. Ihr müsst es doch unbedingt mal mit der Musik ja, da im Hintergrund hinkriegen. Haben Sie meine E-Mail erhalten? Nee. Hat noch nicht geguckt? Yes? Keine Ahnung. Ich hab grad keinen Bock an den Computer zu gehen, weil wir müssen gleich los. Ich hab ja auch noch andere Verpflichtungen, außer dem Bums hier. Schickte mir eine E-Mail mit Hallo. Ja, wenn ich das irgendwann finde, kann ich mal Hallo reinschreiben. Ich guck ja da ab und zu mal rein. Also so 536 Mal am Tag ungefähr. Aber euer Skript da ist irgendwie scheiße. Das ist ja... Stehen da keine richtigen Antworten drin zu irgendwelchen Fragen, die mal kommen könnten oder so? Ja. So, was machen wir jetzt? Schweigen wir uns jetzt an. Was ist denn jetzt noch? Sir, I'm getting a call regarding the platform you were setting up. Ja, quatsch mit mir auf Deutsch. Wir haben ja einen deutschen YouTube-Kanal und das verstehen nicht alle. You do not speak English, right? Nein. Which other languages do you speak? I speak German. Oh, you speak English very well as well. Ja, it's not my problem. Sir, you know, you were setting up. Nein, wir machen jetzt hier nicht auf Englisch weiter. Außerdem muss ich jetzt gleich los. Why do you refuse to talk ich habe ja English? So eine Regel, dass ich nicht auflege. Das ist doch voll kacke. Hab ich ja noch nicht gemacht. So, denn, Quatsch, meinetwegen weiter, ich muss jetzt los. You know, I don't speak English, I don't understand what you're saying. Ja. Hello, sir. I'm getting a call from the online trading platform. You speak English, right? Kannst du mich auf Deutsch voll quatschen? Weil Englisch habe ich keine Lust. Do you understand English? Das ist ein deutscher YouTube-Kanal. You cannot speak English, right? This is a German YouTube-Channel. This is a German YouTube-Channel? Yes. But this number was indicated on the platform under Kleine's name. Tja. Geht das jetzt auch auf Deutsch, oder habt ihr da nicht irgendwie so einen Zettel, den ihr da ablesen könnt? Hatte, I don't understand you. Weil das hatte die andere komische Kuh vorhin auch. Die hat dann alles auf Deutsch vorgelesen und hat dann kein Wort verstanden. Thank you. Mhm. I don't understand. Ja, und jetzt willst du dann einfach auflegen, oder was? Okay. Ja, und weiter? Hallo? Ja? Guten Tag, hier ist Nadia, hier ist Eichensteiger. Wir haben gestern telefoniert. Erinnern Sie meinen Namen? Nö, eigentlich nicht. Ja und? No? Ja und? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Hallo? 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 Herr Steiner? Ja. Herr. Hm. Super schön. So, Donald am Apparat und ich melde mich von Predero. Donald? Genau, Herr. Also wie Donald Duck? Ja, schon klar. Okay. Wie geht's da? Alles Palette, alles in Ihrem Referat? Bei Ihnen ist so laut im Hintergrund. Ach so, lauter? Ja, da ist irgendwie Musik. Also stört Ihnen die Musik, Herr? Ja, wäre schön, wenn Sie die ausmachen. Also aus kann ich nicht machen, aber ein bisschen runter. Könnte ich gerne machen. Moment bitte. Ja, ich werde für aus. So, Herr, so, Sie sind bei unserem Plattform gerade, bitte? Aber die Musik ist noch genauso wie vorher. Moment bitte. Einmal das rote Knöpfchen für ausschalten, bitte. Moment. Ja.
Also jetzt ist besser? Ja, nee, ich höre die Musik im Hintergrund noch. Also es gibt da auch eigentlich viele Mitarbeiter, das arbeiten gerade deswegen. So, Herr, verstehe noch. Ja, aber wir reden nur weiter, wenn die Musik aus ist. Weil ich bin ja jetzt hier angeblich auf einer Trading-Plattform und da läuft normalerweise keine Musik. Und wenn wir das Problem mit der Musik jetzt hier nicht behoben bekommen, dann habe ich keine Lust. Okay, dann in einer Minute, okay? Moment. Ja, nee, jetzt. Moment, bitte. Legen Sie nicht auf, Moment. Ja. Bitte bestätigen Sie noch kurz den Auftrag und nennen Sie uns jetzt Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum. Hä? Was ist das? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Lili Stern, wir haben gerade jetzt telefoniert miteinander. Ja, dann wurde etwas abgebrochen. Ich habe gesagt, hallo, hallo, ganze Zeit. Sie haben mich nicht gehört. Herr Steiner. Ja. Also, jetzt wir weiter. Können Sie bitte Ihre Online-Banking öffnen? Ja, aber ich dachte, Sie wollen eine Kreditkarte haben. Ja, Kreditkarte schon, aber mit American Express, ich sag, arbeiten wir nicht. Ach so, ja. Ja. Warum nicht? Weil das ist die amerikanische Zahlungsmethode. Amerikanische Zahlungsmethode, Herr Steiner. Nicht deutsche, nicht österreichische oder Schweizer. Ja, kann man doch aber in Deutschland auch benutzen. Ja, das schon, aber wir unterstützen amerikanische Zahlungsmethode nicht, Herr Steiner. Aha. Okay. Also können Sie bitte Ihre Online-Banking öffnen jetzt? Dann helfe ich weiter. Ja, dann kann ich da mal, ja. Aber ich habe jetzt den Grund von Ihrem Anruf irgendwie auch noch gar nicht verstanden so richtig. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja, und wo ist jetzt die Antwort? Machen Sie da mal die Musik im Hintergrund aus, die ist ja furchtbar. Ich weiß, dass die Musik furchtbar ist, Herr Steiner. Ja, dann machen Sie das mal aus. Einmal mal bitte. Ja. Aufstehen, Knöpfchen drücken, ausschalten und wieder zum Telefon gehen. Müsste machbar sein, denke ich mal. Okay, haben Sie, nutzen Sie WhatsApp, Herr Steiner. Nutzen Sie WhatsApp. Das ist dann einfach WhatsApp. Als erstes machen wir mal die Musik aus. Weil das kann ja jetzt hier nicht sein. Okay, also jetzt, Herr Steiner, hören Sie mich? Ja. Gut, Herr Steiner, jetzt zu der Sache, ja? Mhm. Haben Sie jetzt Ihre Online-Banking geöffnet, ja? Nee, noch nicht. Ich hatte ja auch eine Frage gestellt, aber darauf hatte ich noch keine Antwort. Sie meinten, Sie hätten die Frage gehört. Stellen Sie sich Fragen. Ja, okay, stellen Sie. Versuche zu antworten. Ja. Gerne. Die Frage ist eigentlich, warum Sie mich anrufen, weil ich verstehe gar nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Wie verstehe ich nicht? Ich habe jetzt gerade alles erklärt, weil Sie sich registriert haben auf unserer Plattform und ein zusätzliches Einkommen zu verdienen. Stimmt das, Herr Steiner? Ja, das kann ja sein, aber warum rufen Sie dann gleich an? Ja, weil da unten gibt's so eine Option. Ja, wenn Sie darauf klicken, wo steht, dass wir alle weiter Ihre Daten bearbeiten dürfen. Und Sie haben angeklickt. Jetzt, das ist normal, wenn eine Firma reagiert. Wo habe ich das denn angeklickt? Ja, da unten, es gibt so eine, also Satz steht, ja, da unten, wenn Sie auf der Webseite sind, ja, dann haben Sie sicher angeklickt. Ich habe mich doch über eine Werbeseite angemeldet, nicht bei Ihnen auf der Webseite. Also bei der Anmeldung, ja, bei Ihrer Anmeldung haben wir die Kontaktdaten von Ihnen bekommen gleich. Ja, ist ja okay, aber ich verstehe jetzt deswegen melde ich mich bei Ihnen, Herr Steiner. Ja, nur weil ich mich jetzt angemeldet habe, rufen Sie gleich an. Ja, um zu wissen, also mit wem ich betreut sein muss, verstehen Sie, weil Sie angemeldet haben, Herr Steiner. Ja, aber ich verstehe den Grund des Anrufs jetzt noch nicht so richtig. Wie verstehen Sie das nicht? Ich möchte Sie helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Weil Sie gerade versucht haben, ja, also registriert haben, ja, und dann Ihr Handelskonto aktivieren. Und ich bin, um zu unterstützen und helfen, weiterzumachen, ja. Mhm. Und wenn man sich jetzt irgendwo anmeldet, dann kriegt man da gleich einen Anruf.
Ja, weil ich Ihre Kontoberaterin bin, Manager natürlich, ja. Ich bin ja hier, um Sie zu helfen natürlich. Und ich finde auch als Informationsquelle, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie bitte auch ruhig. Dafür bin ich hier, ja. Ich stehe zur Verfügung, ja, für Sie, Herr Steiner. Mhm. Okay. Ja, wo sind Sie denn registriert mit der Plattform? Also, meinen Sie jetzt, wo unser Büro ist oder allgemein, also? Ja, wo ist denn, ja, fangen wir mal mit dem Büro an. Wo sitzen Sie denn? Wir sitzen in Berlin, also Hauptsitz auf jeden Fall, ja, Hauptsitz in Berlin. Aha, und die Straße? Ja, also soll ich jetzt alle, also die Adresse von uns geben, oder wie? Mhm. Herr Steiner? Ja. Hallo? Hallo? Ich dachte, Sie sind da, um mir zu helfen und meine Fragen zu beantworten. Jetzt machen Sie Ihr Mikrofon aus. Was ist denn jetzt mit meiner Frage? Entschuldigung, ja, also Herr Steiner, Sie haben mich gefragt, ja, wo unsere Hauptsitz ist. Ja, ich habe geantwortet, Berlin. Ja, und die Straße? Die Frage war, wo also ist die Straße? Ach so, Hausberger Straße 11. Wie heißt Herr Steiner? Hausberger Straße 11. Sie können nachschauen. Hausberger. Ja, genau. In Berlin. Genau, in Berlin. Möchten Sie zu uns zu Besuch kommen? Oder wieso fragen Sie? Nö, aber ich möchte ja schon wissen, wo ich mein Geld rein investiere. Sie investieren auf Ihr Handelskonto, Herr Steiner, um zu handeln. Ja, aber ich muss ja wissen, wo genau, ne? Hm? So. Okay, ich schicke Ihnen, nutzen Sie WhatsApp, ja, Herr Steiner. Ich werde diese Link schicken, dann schauen wir alles gemeinsam, ja? Ja, aber die Straße Hausberger Straße 11 in Berlin, die gibt es nicht. Moment mal, ja, worauf warte ich denn jetzt wieder? Sie müssen doch wissen, wo Ihr Hauptsitz ist oder wo Sie sitzen. Sie wohnen aber nicht in Berlin, ja, Herr Steiner? Doch, ich wohne in Berlin. Nein, Sie wohnen nicht in Berlin. Natürlich wohne ich in Berlin. Sie wissen nicht, es gibt eine Straße in Berlin, nämlich. Gehen Sie jetzt zu der Plattform, ich zeige alles. Ja, dann gehen wir zu der Plattform, bin ich drauf, ja. Also, nein, Sie sind gar nicht drauf. Ich werde das schicken, ja? Ja, nein. Die E-Mail-Adresse von Ihnen stimmt. alfred.steiner@gmail.com, ja? Aber wo ist denn jetzt Ihre Firma? Das haben Sie mir immer noch nicht verraten. Ja? Hallo? Ja, mein Name ist Maximilian. Ich höre Sie überhaupt gar nicht. Hallo, ist das jetzt besser? Nö. Sie sind ganz, ganz leise und es rauscht. Also ist es besser? Naja, verhältnismäßig ist es jetzt lauter, aber es rauscht auch lauter. So, Herr Stein, können wir jetzt unterhalten oder können Sie jetzt nicht hören? Jetzt höre ich Sie, ja. Okay, Herr Steiner, ich bin von der Firma Golden Gates und ich bin von der Qualitätsabteilung. Sie haben heute mit Herrn Hegemann gesprochen. Es geht um Ihre Registrierung, die Sie am 4.10. gemacht haben. Aha, wo denn? Golden Gates, Sie haben sich für die Kapitalvermehrung interessiert. Mhm. Sagen Sie mir bitte, ob Sie vollständig die Informationen erhalten. Da haben Sie vielleicht noch irgendwelche Fragen. Also, keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal, um welche Seite das gerade geht. Na, Golden Gates, wir sind ein Brokerage-Unternehmen. Ein was? Eine Brokerage-Unternehmen. Habe ich immer noch nicht verstanden. Alles klar, okay, vergessen Sie es einfach. Wiederhören. Matthias Kumm vom IQ Traders. Grüßen Sie. Wie geht's Ihnen? Alles gut, Herr Steiner? Ja. Und zwar rufe ich einmal an bezüglich Ihrem Handelskonto. Für den Handel kann man das hier in Bitcoins. Bin ich da richtig? Wie haben Sie sich denn da angemeldet? War das denn mit dem Computer oder waren Sie mit dem Handy? Keine Ahnung. Sind Sie noch im Halbschlaf, oder? Was? Sind Sie noch im Halbschlaf? Nee, ich habe keine Ahnung, wie ich mich da angemeldet habe. Also Ihre Daten sind hier bei uns eingegangen in das System mit dem Namen Gerald Steiner und Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse. Kriegen Sie denn mehrere Anrufe oder bin ich der Einzige, der Sie jetzt anruft? Nö, ich krieg so, weiß ich nicht, 30, 40 Anrufe am Tag. Am Tag? Ja. Okay, kommen die immer aus Deutschland, oder? Nö, meistens aus dem Ausland. Okay, und wie haben Sie sich da eingetragen? War das jetzt über YouTube, Mail oder
Facebook-Werbung? Keine Ahnung, die haben halt irgendwann angerufen. Ich gehe mal davon aus, das war so ein Facebook-Datenleck. Okay, und wo, was haben sie denn überhaupt gesucht da? Was war denn ihre Intention dahinter? Da war nichts. Nichts, also nicht irgendwie Geld verdienen nebenbei, oder? Nö. Ich denke mal, ihre Daten haben sie nicht aus Flugs eingegeben, oder? Irgendwas wird ja erschienen worden sein. Ich hab's ihnen ja gerade gesagt, ich habe meine Daten nirgendwo eingegeben. Seltsam. Ja, seltsam ja, ist, dass sie mich anrufen, weil sie gehören zu dem Betrugsunternehmen. Sie gehören zum Betrugsunternehmen? Naja, sonst würden sie mich ja nicht anrufen, ne? Herr Steiner, wie heißt denn das Unternehmen, wo ich arbeite? IQ Traders, und das ist illegal. Richtig, IQ Traders ist richtig, aber was dann daran illegal? Ich habe übrigens mal nachgefragt, ob eToro euch kennt. Nö, kennen sie nicht. eToro ist ja auch eine eigenständige Plattform. Ja, aber das letzte Mal hast genau du mir sogar erzählt, du Würstchen, dass ihr mit eToro zusammenarbeitet. Nein. Doch. Dann kann ich mich aber nicht erinnern, Herr Steiner. Ich kann mich daran sehr gut erinnern. Schau doch mal nach. Nee, tja. Also ich habe ihn auch gar nicht zukommen lassen, gar nicht. Das war nämlich auch nicht der Herr Steiner. Dann? Den Namen weiß ich nicht mehr, mit wem du da gesprochen hast, aber letztendlich war die Person auch ich. Und soll ich dir noch was sagen? Der Herr Steiner ist ein Charakter, der dazu erfunden wurde, das Betrüger-Callcenter anrufen. Und es funktioniert prima. Okay, super. Das heißt, jeder, der den Herrn Steiner am Telefon haben möchte, ist automatisch ein Betrugsunternehmen. Aha, so sieht es aus. Und das heißt, ja? Ihr gehört auf jeden Fall dazu. Okay, super. Dann weiß ich Bescheid, kann sie da einmal raussprechen aus dem System, ja? Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, das wünsche ich euch Betrügern nicht. Und zwar, ich rufe hier eigentlich an wegen dem Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel. Da haben Sie sich aber unsere geklärt, richtig? Weiß ich nicht, wer sind Sie denn? Wir rufen Sie von der Handelsplattform IQ Trader an. So. Genau. Und da haben Sie sich ja bei uns registriert. Habe ich das? Ja, spreche ich gerade mit Gerold Steiner? Ja, schon, ja. Genau, und da haben Sie sich ja interessiert für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel. Ja, wann denn? Das war am Moment, ich schau mal kurz mal nach. Das war am 7.10.2021 um 14:25 Uhr. Und auf welcher Webseite? Genau, wie schon gesagt, IQ Trader. Ja, aber da habe ich mich ja nicht selbst angemeldet. Doch, da haben sie sich bei uns registriert. Ja, wo denn? Aber nicht auf IQ Trader, das sagt mir ja nichts. Scheiße, war. Sie hatten ja Interesse für das automatisierte Bitcoin-Handel. Haben Sie sich da bei Bitcoin Code oder bei Bitcoin Era irgendwie angemeldet? Kann sein, ja, aber wie kommen denn die Daten zu Ihnen? Genau, weil wir bieten ja das vollautomatisierte auch an, Herr Steiner. Ja, aber gerade haben Sie gesagt, ich habe mich bei Ihnen angemeldet. Genau, haben Sie ja auch, weil Sie Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel haben. Na, dann bin ich doch aber nicht bei Ihnen automatisch deswegen angemeldet. Doch, das sind Sie bei uns registriert. Haben Sie eigentlich schon mal was von der DSGVO gehört? Wie bitte? Ob Sie mal was von der DSGVO gehört haben? Genau, von der Datenschutzrichtlinie. Na, wenn man in Deutschland lebt, weiß man das. Ja. Aber also wenn man aus dem Ausland, aus von einer illegalen Firma anruft, weiß man das schon mal nicht. Okay, deswegen, wir rufen Sie ja nicht aus Ausland an, von Deutschland aus. Ja, das könnt ihr dem Weihnachtsmann erzählen. Übrigens hat vor 2 Minuten, bevor du angerufen hast... Ja, jetzt mal Schnabel zu. 2 Minuten bevor du angerufen hast, hat schon mal einer angerufen. Und zwar auch von euch. Und das habe ich schon mal klargestellt, dass ihr eine Betrügerfirma seid. Schnabel zu, was soll das? Herr Steiner, was du bist ein scheiß Betrüger und ein Abzocker. Mehr bist du nicht. Wo haben Sie denn diese Erziehung genossen? Tja, auf jeden Fall nicht in einem scheiß ausländischen Betrüger-Callcenter, du Witzbold. Such dir mal einen anständigen Job. Selbst einen anständigen Job suchen, weil ich denke mal, Sie sind Hartz-IV-Empfänger, ja? Weil sonst würden Sie nicht mal mit mir so reden. Naja, das hat mit einem Hartz-IV-Empfänger nichts zu tun. Ich würde mal eher sagen, dass du Abschaum bist. Und zwar das Allerletzte. Nein. Doch, du betrügst Menschen. Nein. Such dir einen anständigen Job, klar.
geh dir mal einen anständigen Job suchen. Suche dir einen anständigen Job. Ja. Du redest immer wieder weiter. Du bist von dir so überzeugt, dass du denkst, dass du da kriegen willst. Nö, das, das denken nur die Betrüger, weil letztendlich redest du mir ja die ganze Zeit ins Wort. Wo denn wohnst du denn? Sag doch mal, wo du steht doch bei euch im System, du Abschaum. Okay, du nennst mich Abschaum, schau dich erstmal an. Abschaum. Du zahlst nicht mal Steuern. Ihr seid einfach Abschaum. Natürlich zahlen wir in Deutschland Steuern, du Abschaum. Was machst du denn beruflich? Schau mal, ich muss dich nicht mal beleidigen, weil du richtiger Abschaum-Hundesohn bist. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Und wenn ich das zu dir sage, tut es mein Herz weh, also beziehungsweise da tut es halt mir selbst leid, dich so zu bezeichnen. Weil Hundesöhne sind ja natürlich auch noch netter. Mhm. Ja? Aber du bist drüber. Du bist drüber. Und ihr seid Abschaum. Ihr zockt die Leute ab. Schau mal, du bist oberste Schublade von Abschaum, weil wir zocken nicht mal Leute ab. Ja, und du bist die unterste Schublade vom Abschaum. Du hast keine Erfahrung. Du hast keine Erfahrung. Verstehst du? Weißt du, und damals, ne, hab ich auch deine Mutter gefickt. Möchtest du dir nicht einen anständigen Job suchen? Schau mal, damals hatte ich auch Möchtest du dir nicht einen anständigen Job suchen? Wo man vernünftig Geld verdient? Du hast vier, Schamutter. Du hast vier, ja. Du hast vier Empfänger. Wenn ich wüsste, wo du wohnst, da... Und da steht doch im System, du Abschaum. Glaub mir. Warte mal. Ich geb dir mal meinen Boss. Jo. Na, wo bleibt jetzt der Oberabschaum? Naja, so viel zum Thema, ne? Traut ihr euch jetzt nicht mehr? Hallo, schönen guten Tag, Frau Steiner. Wie geht's Ihnen? Geht euch an? Super. Herr Steiner, ich hab gehört, dass Sie Interesse für das vollautomatisierte Bitcoin-Handel hatten. Ja. Du weißt aber schon, dass du die gleiche Person bist, ne? Nein, ich bin nicht die gleiche Person, du kleiner Kachbart. Spuck auf dein Gesicht,